Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, vorbei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen müssen, unserer Geschäftsordnung aber Sie gelten. Aber Sie müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig, was das hier absolut, so also rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch... Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann. Aber wissen Sie, ich muss mit so vielen Leuten aus der Union reden, um die... Naja, gut, also ich lasse das bleiben. Das haben Sie doch nicht. Da haben Sie aber fast Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht. Ne? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen. Und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention. Wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Das heißt, Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das heißt, dass der Bundes- Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Gysi. Das heißt, dass der private Investitionen fordern soll. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Schön. Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ja, ab. Sie können, das tut mir wirklich Herr leid, Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Sagen Sie im Ernst, Herr Präsident, ich war bisher nicht zu verstehen, dann muss ich ja alles wiederholen. Nein, nein, ich weiß, Herr Kauer. Mindestens unsere Protokollführer haben alles mitbekommen, es bleibt alles klar, ja. Erhalten. Ob das reicht, Herr Präsident. Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten. Also, Herr Präsident, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Ja, Sie wissen doch, dass ich Ihnen gegenüber immer eine besondere Großzügigkeit aufbringe, die am Ende Ihrer Redezeit auch regelmäßig gebraucht wird. Und da gehen Sie mal davon aus, dass das auch diesmal wieder zugestanden wird. Okay, wir haben uns auf eine Minute verständigt. Das ist enorm. Darf ich weitermachen? Selbstverständlich, ich nehme auch Ihre Verständigung zur Kenntnis. Ich bin sehr beruhigt, Herr Bundestagspräsident. Die hören nicht nur mir nicht zu, sondern auch Ihnen nicht zu. Also darüber sollten wir dann mal länger nachdenken. Sie haben die Maßnahmen Herr, dort lieber gestrichen. Herr Sie haben Gysi, die mit und... Ja, es ist ja wahr. Ja, es ist aber ja wahr. Ich verstehe Sie. Sie wollen auf die Zeit achten. Aber wenn die wechselseitige Begeisterung zwischen Ihnen und Volker Kauder nur von mir zu stoppen ist, dann muss ich es jetzt halt tun. Es aber ist vorbei. Ja, nicht, Herr Präsident, aber Sie müssen zugeben, seine Begeisterung für mich nimmt ständig zu. Dankeschön. Ja. Ja. Herr Kollege Gysi, nun haben Sie sicher beinahe eine Zwischenfrage bestellt. Und die Frage ist, ob Sie die zulassen wollen. Ja, es wird zwar keine Frage werden, aber ich lasse Sie natürlich zu. Aber ausmachen die Uhr, Herr Präsident. Sie werden doch nicht auch nur andeuten wollen, nein, dass nein, ich nein, Ihnen nein, jemals auch nur 10 Sekunden gestohlen hätte. Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre sachverständige Beratung. Aber selbstverständlich. Ich wollte das gerade, Herr Präsident, Herrn Kauder anbieten. Ja, ich weiß. Sie wissen, dass ich Ihnen fast immer länger zuhören könnte, als die Fraktion überhaupt Redezeit hat. Aber in einem gewissen Umfang bin ich an die Einhaltung unserer Geschäftsordnung gebunden. Herr Präsident, ich stimme Ihnen völlig zu. Das zeigt, dass die Linke ein besseres Wahlergebnis braucht, damit wir hier längere Redezeiten bekommen. Aber abgesehen davon...